Was ist das? Eine Baraka-Schrottrate spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Star Wars Fallen Order. Ja, wir gehen heute tief in den Dschungel rein. Und wir gehen mit BD ab in den Dschungel, wie es so schön immer heißt. Auf Tarzan-Style. Unten sehe ich schon eine Kiste, wo wir eins gleich einsammeln könnten. Ja gut, wenn wir eh gerade schwimmen sollen müssen, ja mal. Schwimmen wir gleich mal rüber. Ich sehe zwei Sachen. Kann man tauchen? Kann man tauchen? Tauchen? Tauchen. Das ist nur eine reine Reflexion, was mich wundern würde. Nee, das ist keine Reflexion. Aber ich wüsste auch nicht, mit welcher Taste man tauchen könnte. BD? Na, BD ist so gemütlich da. Ne, sorry. Keine Ahnung. Drücker die Blitze oder sowas mitnehmen kann. Bis jetzt ist es doch nicht gewollt, dass man tauchen kann. Oder sollte. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oder man schaltet es vielleicht auch noch so ein bisschen frei. Das dann halt wie zum Beispiel für die Jedi, dass sie haben so ein Atemgerät haben, was halt für alles möglich nutzen können. Für natürlich unter Wasser oder für wenn es irgendwas Rauch ist oder Gas oder was auch immer. Dass man sowas haben kann, so ein Beatmungsteil. Dementsprechend dann tauchen kann oder so, vielleicht. Weil Leiter-C kann ich nicht drücken. Und alles andere. Ah, was war das? Nochmal. Alles nur, wenn Gas gibt. Ah ja. Interessant. Gibt ja ganz schön Gas. Ja, speichern wir gerade hier mal schnell durch. So. Ein Fähigkeitspunkt. Den heben wir uns mal auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir. Ah, ich heile auch gerade. Ja, müssen wir mal kurz hin. Mich vorher nochmal. So, dann ruhen wir uns einmal aus. Wunderbar. Dann gehen wir weiter. Ja, wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt ein neues Lichtschwert habe oder halt dementsprechend ein doppelklingendes Lichtschwert habe, dann schaut am besten mal in der letzten Folge rein. Da haben wir das freigeschalten. Auf eine ganz lustige Art und Weise, oder ein bisschen einfach random darauf zugestoßen. Man hätte mir eigentlich mehr erwartet, wie man das freischaltet, aber gut. Ich hab's auf jeden Fall, ist ziemlich geil. Nutzt aktuell, man kann ja auch immer noch zur Einzelklinge wechseln, wenn man Bock hat. Zum Beispiel jetzt hier machen kann. Ja, schauen wir uns mal das Echo an. Los weiter! Wir sind fast in den Schattenlanden! Also, sie waren auf jeden Fall auf der Flucht, der Rückzug. Wie sie dran steht. Machen wir mal einen kurzen Prozess mit den Plänen. Wow. Ja, lass mal den Luft gehen, wenn er das möchte. Wenn er so ein kleiner Selbstläufer ist hier. Oh, nein, nein, nein. Komm her. Ja, na, na. So, schauen wir doch mal. Wo ist denn das Ganze hier denn? Ich bräuchte Hilfe, bitte. Ah ja, das wollte ich jetzt ganz hier nicht. Ich wollte jetzt. Ah ja. Das riecht nach. Was ist das? Das ist auch so krass, wie hohl dieser Baum von. Na gut, das ist Anführungsstrichen hohl. Weil das Wurzelgeflecht, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen möchte. Ich muss wahrscheinlich für die Mission. Tut mir einmal. Gut, ich war schnell genug. Also, wir wissen, da wollen wir nicht rein. Aber die Pflanzen, die sind auch irgendwie. Die wollen uns. Sie wollen uns. Also sie haben Lust, uns da rein. Dieser ganze Wald lebt. Ja, er lebt.
Die Frage, wo lang wir denn wollen. Aber wir können ja eigentlich hier lang und. Fand ich gerade wurscht. Ah ne, hier ist Sackgasse. Ja gut, dann nutzen wir mal das erstmal. Keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Ich lasse die Wookies nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken! Los! Wir werden Tafuul finden. Schisch! Dann nehmen wir mal kurz eben als Übergangsmittel nur. So, guten Tag, Jungs. Das ist praktisch. Da muss ich gar nicht wahrscheinlich viel machen. Feindliche Truppenstärke minus 1. Tja, du bist auch minus 1. So, mal gucken, wie schlau er ist oder wie doof, wie intelligent. Aber wie geht die Platz. Willst du mich komplett flachsen? Bei ihm geht die nicht zu, da sind die beiden Pflanzen tot. Du bist echt schnell. Versuche wenigstens zu kämpfen. Ja. Ich werde dich ausbluten lassen. So, weißt du, was du kannst, kann ich nämlich auch. Ich kann nämlich auch zwei Schubräder gefühlt dir auspacken. Komm schon, Jedi, kämpfe! Stirb, Jedi! Damn! Kick des Todes! Oh, nice. Gehen die zu? Die sind wirklich damit tot, die Pflanzen. Die Pflanzen sind tot. So, was haben wir denn hier für so ein Paradies hier unten? Brechen wir durch? Ah, tatsächlich. Hab's mir irgendwie schon gedacht, so. Was passiert eigentlich, wenn die Pflanzen mir zu nahe kommen? Also irgendwie. Ich weiß nicht. Sie tun irgendwie doch nichts. Also irgendwie tun sie was, tun sie nichts. Sie mögen Licht? Kein Licht? Das ist die Frage. Sie regeln sich nach dem Licht oder? Au! Okay. Sie fügen mir Schaden dazu auf jeden Fall. Und ich muss schnell genug sein, um hochzukommen. So. Komm her. Ja, ich reich die da nicht so. Einmal. Und dann noch diesen Lackstecke mit Hörnern. So. Haben wir die auch? Die haben wir gar nicht gescannt, echt? Ja, jetzt können wir es ja jetzt halt mal. Und jetzt machen wir noch einmal schön hier ein Echo aufnehmen. Hinterdorf Partisanen. Ja, dann waren sie immer auf der Flucht, wenn man versucht, gerade ranzukommen auf die. Ich weiß gar nicht, wo der Sorge. Der hat sich dann komplett verpisst, oder wo ist der denn hin? Keine Ahnung. Hast du so einen Ort schon mal gesehen? Ich auch nicht. Ursprungssee. Schaut auf jeden Fall echt geil aus und haben sie echt Mühe gegeben, muss man sagen. Ja, rufen wir auf jeden Fall mal aus. Das kann, glaube ich, nicht schaden. So, dann geht's wahrscheinlich, jetzt können wir auf der Karte, glaube ich, nicht großartig sehen. Wir müssen irgendwie hier hochkommen, auf jeden Fall. Wir können auch einen anderen Weg lang gehen, weil es ist ja, glaube ich, wir müssen dahin. Das heißt, wir gehen nochmal darüber. Kann man nicht ziehen. Ich gehe es halt auf vorsichtig, dass ich den über das Risiko eingehen. Es platzt, oder? Ah, nee, das ist wie so ein Trampolin vielleicht. Vorsicht. Ja! Tatsächlich. Ich hab fast ein neues, Level, da halt wieder ein Punkt. Der katapultiert mich darüber. Okay, krass, machen wir doch das mal. Geil! Du musst das einfach wissen, stimmt's? Okay, Baby. Aber wir gehen doch mal dahin. So einmal. Und dann müssen wir gucken, dass wir halt hier den von irgendwie hochkommen.
Oder braucht man da Doppelsprung oder so einen Hörensprung, was wir irgendwie nicht können. Man kann auch von da weiter vorne irgendwo hoch. Vermutlich muss man dann einfach geradeaus Leute erstmal gehen. Also, anderen Weg sehe ich jetzt nämlich erstmal keinen. Weil da muss man hin, ja, auf die Plattform. Aber da kommen wir von unserer Position gerade nicht hin. Nee. Ach, dann müssen wir irgendwie geradeaus weiter erstmal. Ja, gut. Dann nehmen wir mal da hoch. Da geht schon mal nicht. Da auch nicht. Aber hier, oder? Komm schon. Hier aber. Müsste aber hochkommen. Na gut, dann laufen wir einfach außen rum. Ja. Ich weiß aber nicht, wo ich hinspringen soll. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Auch wenn ich jetzt hier dementsprechend hier lang gehe. Wo soll ich hier eigentlich hin? Weil so lang laufen kann ich nicht. Ich würde mich ja nur weg von der Wand drücken. Ach, warte mal, kann ich dann auf wahrscheinlich. So. Da komme ich aber auch nicht lang, oder mal. Hier würde es weitergehen, in Theorie. Kann ich den irgendwie herholen, die Sachen? Ja. Ja, wie ich geht, soll er doch mal irgendwie nochmal darüber. Wer muss ich das denn sogar doch? Nochmal dahin kommen. Ja, probieren wir es aber auch mal aus, irgendwie dann den Sprung zu nutzen. Vielleicht kann man dann von da oben irgendwo runter. Nee, von da kommt man aber eigentlich auch nicht wirklich weg. Man ist nur etwas höher gelegen, aber weiter kommt man damit auch nicht. Oder, weil ich jetzt gerade sehe, dass man da durchschwimmen muss, also dass man nicht oben lang laufen kann. Damit durchschwimmen muss. Aber hoch können wir da nicht. Das ist schon mal klar. Ja gut, machen wir jetzt einfach mal. Laufen wir einfach mal da entlang. Probieren wir es aber mal aus, ob wir da einfach lang schwimmen können. Hat es mir so von oben ein bisschen ausgeschaut. So da irgendwie hochkommen können und dann. Das kann ich schon zeigen. Ja, scheint der Fall zu sein. Scheint richtig zu sein. Nicht so aggressiv. Ja, komm. Ja, komm. Noch einmal Hit. Komm, Hit. Danke. Ja, 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 ja. Das ist wunderbar. Und lass mich hier in der hin. Oh, Mist. Und nochmal zwei, drei Hits, dann ist das Ding erledigt. Aber unsere neuen Fähigkeit. Gut. Wunderbar. Muss ich denn gegen den kämpfen oder ich kann glaube jetzt hier diese Gabelung einfach nutzen. Ist nochmal ein Echo, oder? Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Eine spirituelle Verbindung. Wir könnten jetzt da oder da lang laufen. Sollen wir mal in die Richtung lang laufen? Führt wahrscheinlich auch nach oben. Also uns irgendwo hin. Oder ist das sogar richtig? Wo schießt der uns hin? Der schießt uns nach oben. Ah! Ja gut, dann machen wir das doch. Na, Leute, was geht? Das ist das Tarful. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät.
Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Also ich will ja nichts behaupten oder irgendwas sagen. Aber habe ich es geahnt oder habe ich es geahnt? Also ich würde mal sagen, ich hätte echt den richtigen Riecher. Man darf hier gar nicht mehr testen. Aber ich hatte recht, dass man das braucht. Gut, jetzt dann können wir eigentlich wieder zurückgehen, dementsprechend. Kann ich mir das Teil auch rufen nochmal? Kommen wir so weit rüber? Nein! Ah, das war gut. Oh ja. Wie geil ist das denn? Gibt es alle gedrückt, um die Oberfläche zu schwimmen? Ist das da neue Wege oder so? Wird es dann lang gut wahrscheinlich können? Oh, das ist ja. Geil. Ja, aber direkt mal irgendwas Neues entdeckt, gleich mal. Wird es auf der Karte nicht auch angezeigt? Das ist die Frage, was mich interessiert, was wir nachschauen müssen. Der Weg oder ist es dann. Ein Wookiee hat den Verlust eines Ältesten betrauert. Ja, wird sogar markiert. Also, was ist jetzt für uns das neue Ebene sozusagen? Ja. Wir müssen wieder zurück, glaube ich. Hier können wir aber nicht durchkämpfen oder so. Nee. Na dann, schwimmen wir wieder zurück. Ausdauer haben wir, glaube ich, beziehungsweise Luft haben wir, glaube ich, unendlich, wie das ausschaut. Wir schwimmen jetzt einfach mal hier vor, komplett. Ah, was haben wir hier? Ah, hier leuchtet also auch nichts. Das ist da, wo ich davor das gemeint habe, das was leuchtet, glaube ich. Also ist es wirklich auch eine Kiste gewesen unter Wasser. Sag mal, was du gefunden hast. Wie kannst du reden? Du hast das, du musst das mit deinem Mund festhalten. Ich frag mich. Der muss es nämlich festhalten, aber ich beiße ja nicht da drauf. Naja, egal. Not my problem. Ja. Sagen, nutzen wir den gleich mal, um hochzukommen. Piu! Ruckel, ruckel. Anwesenheit ist hier. Mensch, euch ist ja so süß eigentlich, ihr kleinen Nacktschnitten. Den Hörnern. Jo, die verbrennt den Tempel. Konnte sie ewig fernhalten. Au, au. Das aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Mensch. Da habe ich wieder zu meiner Macht einfach zu wenig Angst. Ich hätte ihn eigentlich direkt von Anfang an gleich stacken können, also stoppen irgendwie. Indem ich zum Beispiel den verlangsame oder sowas. Was ist das? Ja, das hätte ich zum Beispiel auch machen können. So, wo geht's jetzt da lang? Ist das jetzt hier? Oder müssen wir tauchen? Scheint der Fall zu sein, dass wir tauchen müssen. Und diese Pflanzen wieder. Sie nach mir regen. Darf ich echt nicht anhalten bei denen? Boing! Nein, nein! Aber ich glaube, drüber rennen kann man schon. Ja, so schnell sind sie dann doch nicht. Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Hallo, lass dich fallen. Okay, doch. Au! Okay, so natürlich nicht. So macht man das. Okay, dann let's go nach oben wieder.
Schauen wir, dass wir weiterkommen. Ich weiß gar nicht, so doof ist aber klingt, ich weiß gerade gar nicht, was wir genau machen müssen. Wir haben gerade mit Tafel geredet. Das Gerät bekommen, ich weiß gar nicht, was genau. Ich war so auf dieses Gerät fixiert, dass ich das komplett nicht drauf gehört habe, da was, um was ging eigentlich ins Gespräch. Au. Komm her. Also, haben wir gelernt, das können wir. Das kriegt er mal ab. Was, der ist nicht tot? Kriegt's er ab. Der gesamte Trupp ist am Boden. Ach, weil der Commander das Ding hat, erlebt er das natürlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, ja gut. Dann gehen wir auch runter. Nochmal ein bisschen Schwung, dann müssen wir schon mal nicht so viel klettern. Ah ja. Dürfen wir da tauchen noch, oder? Merkt richtig, wie oft sie dann ein neues Element reinbringen, wie oft sie sich dann auf dieses Element konzentrieren. Also wie so krass das auf einmal dann in dem Moment vorkommt. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist. Finde ich immer so, weil man merkt richtig, das schlimme Jahre Gameplay. Also es ist nicht so meins, muss ich sagen. An sich ist es... Ja, du merkst extrem, dass es halt genau auf das immer alles zugeschnitten ist. Du kriegst eine neue Fähigkeit, hast wie gesagt dementsprechend in dem Moment halt immer ganz viele Sachen mal. Ein bisschen die Gameplay-Elemente dazu. Ich meine, es ist cool, dass man immer neue Elemente dazu kriegt, aber. Die Inquisition hergeführt. Ja. Harry und Tarful bauen auf mich. Hab ich sie schon wieder gefährdet? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt so lala. Und Story ist bis jetzt in Ordnung, würde ich behaupten. Sie ist nicht herausragend. Ich bin auch gespannt, wie lange das Game geht. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt an Stunden schon verbracht haben. Das sind, glaube ich, schon bestimmt 5 Stunden. Ich glaube, 10 wird es auf jeden Fall haben oder 20. Ja. Obwohl, es sind mehr als 5 Stunden, wo wir verbracht haben. Was habe ich jetzt, glaube ich, sind 14 Folgen. 6 Stunden. Ja, lass es 6,5 Stunden ziehen. Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn eine Folge? 20 Minuten? Halbe Stunde? Irgendwie so im Dreh, glaube ich. Das ist, finde ich, halt auch geil. Verlangsamt auch die ganze Umgebung. Ist natürlich, oh, sehr nice. Dies ist nice. Um das halt gescheit einzusetzen. Wenn man seine Wiki gescheit nutzt auch, dann ist es echt nice. Also da kannst du echt so krasse Sachen machen, finde ich, auch wenn attackentechnisch. Aber da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Und das liegt dann nicht am Game, wo ich schon mal gesagt habe, ich fand das irgendwie... Das ist wirklich am Spieler, also wie er halt sie austoben und wie er halt sich seine Fähigkeiten nutzen. Wichtig ist halt auch, die Gegner zu markieren zum Beispiel. Weil ich kann jetzt natürlich das machen, weil so ist sofort der Gegner down. Wenn ich jetzt den richtigen Schuss gleich abgewehrt hätte, dann wäre das natürlich gut. Und da ich das markiert habe, kann ich natürlich auch eher... Und er weicht halt auch in der richtigen Richtung aus, wenn du markiert hast. Weil er weicht halt von ihm auch aus, sonst weiß es halt nicht genau richtig. Wenn ich jetzt dementsprechend zum Beispiel jetzt halt ihn verlangsame. Und jetzt dann nochmal kurz einmal Fähigkeit setze, dann ist er auch weg. Und eine richtige Ausweiche. Ist es gar kein Problem. Also muss ich ein bisschen nur konzentrieren und gucken, dass man die Gegner einfach zum Beispiel anvisiert einfach. Und überlegt, was man halt einfach Fähigkeit einsetzt. Ob man jetzt ziehen, schieben, verlangsamen macht. Was, in welchen Bereichen sie gut sind. Wie stark natürlich auch seine Fähigkeit ist. Oh. Das ist das Schiff der Schwester, der zweiten Schwester. Was ist das? Eine Bracker-Schrottrate spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Ja gut. Ja, ich finde, das war jetzt irgendwie die schlechteste Animation, die sie einfach reingebracht haben. Er stand einfach nur da, wartet, bis abgeschossen wird. Würde ich auch immer so tun.
Also es hätten sie irgendwie eine Sequenz noch lösen müssen, dass er dann einmal etwas tut. Na, egal, ich sag's ja dann. Also ich das Game ziemlich geil. Oh shit. Ich das Game schließt nicht. Es sind nur ein paar Faktoren, die mir halt nicht so gut gefallen und das merkt man einfach, dass. Ja. Sagen wir so, man muss auch sagen, bei Star Wars Spielen hat man auch immer so eine hohe Erwartung und besonders wenn halt lange kein Singleplayer Game besonders kam. Hat man halt dann schon sehr viel Erwartung. Besonders Star Wars war halt damals das letzte Star Wars Spiel, wo angekündigt eigentlich war damals Star Wars 33, weil ja dann hier auch abgebrochen wurde. Die Entwicklung. Das war ja dieses Kopfgeber-Game, auch dieses Underground. Und ich bin damals mega drauf gefreut, da wusste ich dann gehört habe, dass natürlich das Star Wars an. Die LucasArts an Disney seine Marke verkauft hat, Star Wars in dem Sinne. War ich natürlich schon sehr, sehr traurig und dann wurde natürlich jedes aktive Projekt eigentlich auch abgebrochen. Ja. Oh, wie schön. Das wird viel zum Beispiel machen, das ganz Spaß eigentlich, muss ich sagen. So dieses genau perfekten Punkt zu treffen. Und dann dieses Quicktime-Event, kann man nicht fast sagen. Jo. Zu spielen. Was ist das für ein Ding? Die neunte Schwester. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Die neunte Schwester. Rausfinden. Wir könnten mal kurz einmal abtauchen. Gucken, ob man hier irgendwas ist. Sehe ich zumindest auf die Schnelle nichts eigentlich. Doch, da. Es lohnt sich abzutauchen, habe ich gemerkt. Aber jedes Mal, wo ich abtauchen hätte können, weil ich so großen Seen, war jetzt auch mal was. Einzig konnte ich noch nicht abtauchen, da hatte ich das Gerät nicht gehabt, da habe ich es einfach nur vermutet, dass es so ist der Fall. Und die zweimal, ja. Okay, Baby, was ist es? Aber, wo es lang geht und ob wir da weiter tauchen müssen, das sieht erst in der nächsten Folge, deswegen schaltet wieder ein, wenn es heißt, dass Star Wars Forza Leech wollte ich schon wieder sagen, ich bin, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst dementsprechend natürlich ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, schaut auch gerne meine Streams vorbei, ich bin meistens am Wochenende streamen. Und dann sehen wir uns auch wieder bei einem weiteren Stream oder bei natürlich einem weiteren Game. Bis dann, ich bin raus.